Ja, hallo, herzlich willkommen zu VfR TV. Ich darf begrüßen unseren Trainer Daniel Weber. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Du hast Anfang der Woche zum Trainingsauftakt gebeten, heute auch das erste Testspiel, aber gehen wir mal erst auf die Trainingseinheiten. Wie war es denn? War es so, dass du sagst, okay, die Jungs haben ihr Programm, was sie ihre Hausaufgaben bekommen haben, gut umgesetzt, ihr seid gut gestartet oder wie war es? Ja, erstmal muss man sagen, dass natürlich ein bisschen was los war im Winter jetzt noch und ja, aber die Hausaufgaben wurden eigentlich ganz gut gemacht. Also der eine oder andere ist ja dann auch mal krank oder kann mal irgendwas nicht machen, hat auch da vielleicht die kleine eine oder andere Verletzung oder ist auf Reisen und kann vielleicht das eine oder andere Programm nicht ganz konsequent zu Ende fahren. Aber ich muss sagen, sie kamen am Montag alle in einem sehr, sehr guten Zustand, wo man mit gut arbeiten kann, 6 Wochen. Und das haben wir jetzt die Woche auch gesehen. Also alle haben ordentlich mitgezogen, haben schwere Beine jetzt am Ende der Woche gehabt, was aber auch völlig normal ist. Ja, ein bisschen ärgerlich war unter der Woche einmal unser schöner Sturm, den wir hatten. Da war an viel Training nicht zu denken, aber trotzdem haben wir das Maximum draus gemacht. Ja, ich bin zufrieden mit der Trainingswoche. Vor allen Dingen sind jetzt bis auf einen Spieler alle gesund. Und dementsprechend kann ich vernünftig arbeiten und man hat heute auch direkt gesehen, dass man natürlich dann auch viel wechseln kann. Aber das ist jetzt wieder ein schweres Reinkommen, auch mit unseren Neuen muss ich erst wieder das ein oder andere einspielen. Aber ich bin da guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen wird. Kunstrasen ist eh nicht das, worauf gespielt wird in der Saison, deswegen ist es auch da. Schwierig vom Training her, die Inhalte umzusetzen, weil du magst ja auch spielerisch, kannst du zwar super arbeiten auf dem Kunstrasenplatz, aber es ist nicht die Wirklichkeit, die uns im Ende Februar und März dann in der Runde trifft. Da du die Neuen angesprochen hast, wie ist denn deine erste Woche vom Training von den Neuen, wie sind sie reingekommen? Ja, erstmal ist wichtig, dass sie in der Mannschaft gut aufgenommen werden. Vom Fußballerischen muss ich sagen, Duschan ist ein sehr, sehr hervorragender Fußballer, der aber auch lange jetzt nicht gespielt hat, der auch unser System und das, was wir haben, erstmal jetzt verinnerlichen muss und dementsprechend werden wir da das eine oder andere extra machen müssen wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Das hat man gesehen, technisch sehr, sehr versierter Spieler. Abschussqualitäten hat er auch. Das eine oder andere Mal, wenn die Füße wieder schneller sind, dann wird es sicherlich auch gut werden. Und Marek, muss ich sagen, hat einen hervorragenden Eindruck hinterlassen im Training. Von daher bin ich da sehr, sehr guter Dinge. Gut, jetzt hast du ja beide angesprochen. Der eine hat unter anderem bei Buchburg gespielt. Da könnte ich den Kontakt noch verstehen, dass er zustande gekommen ist. Aber wie kamen wir denn an unseren Keeper, sage ich mal? Weil der kommt ja eigentlich aus Bautzen. Er selber hat mir erzählt, dass er in der Jugend in Dresden gespielt hat, bei Hannover schon gespielt hat. Aber wie kam es denn außerhalb von Bayern diese Connections zustande? Ja, man muss ja sagen, man kennt ja viele Leute. Und er wurde mir im Sommer schon empfohlen von einem Freund, der in der Torwartszene halt sich auskennt. Mhm. Den Kontakt habe ich im Sommer nicht abgerufen, weil wir hatten halt Lösungen hier im Raum und eigentlich sind das ja keine Lösungen, die für uns favorisiert sind, Spieler von weiter weg zu holen. Aber der Torwartmarkt war halt wahnsinnig schwierig, das sieht man auch gerade in Rosenheim. Auch die suchen gerade einen Torwart, die haben ihren Stammkeeper verletzt, da ist der Torwarttrainer gerade im Tor. Mhm. Also von daher tut es auf dem Niveau, vor allen Dingen tun wir uns alle schwer, Torhüter zu finden, also musste ein bisschen weiter weggehen. Und Marek war sehr, sehr positiv die ganze Zeit, obwohl ich die ganze Zeit wusste, eigentlich kann ich ihn nicht finanzieren. Er kann nur zu unseren Bedingungen kommen, so wie alle anderen Spieler auch. Und das haben wir dann hinbekommen, weil sein Vater und Leute aus seinem Umfeld ein bisschen mitgeholfen haben. Gerade auch was Wohnung angeht und so. Und dann hat er sein Studium halt ein halbes Jahr, das Sommersemester lässt er ruhen und versucht halt hier nochmal Fuß zu fassen in der Liga. Und dann werden wir weitersehen. Aber wie gesagt, ich danke da Ludwig Trifellner für den Tipp und den Kontakt darunter. Und da erhoffen wir uns einfach von, dass wir einen sehr, sehr guten Torwart jetzt bei uns in den Reihen wieder haben. Jetzt haben wir wieder 2 Torhüter. Hast du dich denn schon festgelegt oder sagst du schaust von Spiel zu Spiel, wer die bessere Leistung bringt? Nein, also man muss ja sagen, also Joey hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Man muss so einen riesen Entwicklungsschub, kann man nicht
also dem kann man nicht immer so ganz trauen. Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da wird es große Schwankungen auch drin geben. Und um diese Schwankungen abzufangen, haben wir halt einfach, brauchen wir unbedingt noch einen Torwart. Er hat seinen Job, die Spiele, die er gespielt hat, sehr, sehr gut gemacht. Und ich hoffe, dass er sie auch wieder gut machen wird. Aber jetzt machen wir einfach das halbe Jahr ein offenes Rennen draus. Beide können sich zeigen, entwickeln. Ich glaube auch, dass beide auf ihre Spiele kommen. Ich glaube nicht, dass einer alle Spiele macht. Mhm. Aber wir werden sehen, was sich in den 5 Wochen jetzt noch ergibt, in der Trainingszeit und in den Spielen, in den Freundschaftsspielen. Und dann werden wir sehen, mit wem wir in die Runde starten. Und dann gucken wir, wie wir punkten auch und was die Mannschaft braucht oder wen sie braucht hinten dran. Schauen wir mal heute auf das Testspiel gegen Rosenheim. Ich meine, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, wie zufrieden warst du? War es schon nach einer Woche so, dass du sagst, okay, wir sind komplett im grünen Bereich? Oder hast du schon gesehen, das eine oder andere musst du nochmal anpacken im Training jetzt? Ja, man muss eigentlich sagen, Rosenheim ist eine Mannschaft, die spielerisch auf einem wahnsinnig hohen Level ist. Jetzt haben sie nochmal für mich nochmal Verstärkungen dazu bekommen im Winter. Im spielerischen Bereich unfassbar gut. Systemmäßig sehr, sehr gut. Da musste erstmal gegen agieren können und sie haben immer tolle Lösungsansätze und Ideen, wie sie ein Spiel aufbröseln, wenn sie gepresst werden. Aber ich sehe mal uns, wir waren heute ein bisschen fahrig, teilweise ein bisschen ungenau. Das ist auch nicht unser... Hängt aber wahrscheinlich auch mit den schweren Beinen zusammen, oder? Ja gut, aber das werden wohl beide Mannschaften haben. Obwohl die Rosenheimer sehr viel Halle gespielt, glaube ich. Das haben wir gar nicht gemacht. Daher sind sie spielerisch sicherlich ein bisschen weiter als wir. Konditionell sehe ich bei uns, dass wir gut dastehen. Dass alle haben heute sowohl im Läuferischen als auch im Kämpferischen gut gearbeitet. Aber wir müssen sicherlich noch zulegen und wir werden auch noch zulegen in den nächsten Wochen. Wichtig ist, dass wir gerade ein Gefühl kriegen dafür, wie wir wieder spielen wollen. Dass alle Zahnrädchen wieder ineinander passen. Und da werden wir jetzt einiges noch für tun. Und das erste Spiel, shit happens. Ja gut, wer dich auch ein bisschen kennt, weiß auch, dass du bei Freundschaftsspielen gerade in der Vorbereitung auch vieles gerne mal ausprobierst. Dass du auch mal jeder hat die Chance, dir auch zu zeigen nochmal für die Saison dann. Was erwartest du da von deinen Spielern gerade, wenn du so viel auch ausprobierst? Ja, also wir haben ja heute klar gesehen, Rosenheim hat gerade mal 13 Mann dabei gehabt und hat 2 Wechsel gemacht. Hat eigentlich fast seine Stammformation spielen lassen. Und wir haben einfach jedem Spieler im Kader 45 Minuten gegeben. Und da ich gerade 20 gesunde Spieler habe, macht es halt einfach mal einen kompletten Wechsel in der Halbzeit aus. Das bringt natürlich Unruhe und keine Abstimmung. Dann haben wir heute versucht, wieder ein bisschen Pressing zu spielen und so weiter. Was auf dem kleinen man muss ja auch sagen, unser Kunstrasen ist nicht so groß wie unser Stadion. Die Lösungsansätze sind da ganz anders. Dann die rutschigen Bedingungen gehören natürlich auch dazu. Und es waren halt auch noch ein paar individuelle Fehler dabei. Von daher, wir werden ein bisschen was ausprobieren, aber ich glaube, dass wir bei unseren Tugenden bleiben werden. Ich glaube, wir werden so spielen wollen wie in der Hinrunde. Defensiv sehr konsequent, sehr eng gestaffelt, sehr gut, stark im Umschaltspiel. Das wollen wir gut bei Standardsituationen. Das werden wir weiterhin forcieren, weil so holen wir unsere Punkte in der Liga und der Klassenerhalt geht über alles. Leider, sagen wir mal mit unseren Mitteln. Und vor allen Dingen mit unseren vielen jungen Spielern, muss man auch sagen. Die haben einfach noch nicht die Reife, jedem Gegner auch sein Spiel aufzuzwängen. Da wird es das eine oder andere Spiel gehen, wo wir nicht gut spielen und vielleicht punkten. Und es gibt Spiele, wo wir gut spielen werden und nicht punkten. Also von daher hoffe ich doch mal, dass wir am Schluss des Tages genug Punkte und früh genug haben, um die Marke zu knacken, wo du mit in der Liga bleibst. Und die wird dieses Jahr nicht so wenig sein. Ja, dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Wir freuen uns auf die Vorbereitung, aber natürlich viel mehr auf den Saisonstart, dass du dann natürlich bei dem bist, wie du gerade schon angedeutet hast, dass wir früh und schnell die Punkte einkassieren. Wir sagen vielen lieben Dank. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden uns die nächsten Wochen öfters hören und da wird uns Daniel bestimmt nochmal das einen oder anderen Einblick geben. Danke dir.